Jugendwelle. Das ist die perfekte Welle. Das ist der perfekte Tag. Das ist der perfekte Tag. Hey Leute, herzlich willkommen bei der Jugendwelle. Mein Name ist Octavia und ich bin eigentlich Moderatorin bei der Kindersendung Radio Junior. Heute aber helfe ich bei der Jugendwelle aus, denn zusammen mit anderen Schülern aus verschiedenen Städten Rumäniens und auch ein paar meiner Kollegen aus Temeswar habe ich am diesjährigen Vernetzungstreffen der Schülerradios in Hermannstadt teilgenommen. Dabei haben wir in Gruppen verschiedene Beiträge erstellt, die dann im Rahmen einer live moderierten Sondersendung auf Radio Siebenbürgen liefen. In der heutigen Ausgabe der Jugendwelle hört ihr nun noch weitere Ausschnitte aus dieser Sendung. Viel Spaß dabei! Guten Tag, liebe Zuhörer. Radio Bruck ist wieder da, diesmal aber mit 100-mal mehr Begeisterung, da wir eine Menge Gäste aus Kronstadt, Mediasch und Temeswar bei uns haben. Das passiert dank unseres Vernetzungstreffens. Wir laden euch ein, heute 2 Stunden mit uns, Daria Russo, Raphael Todt und mir, Stefana Greavu, zu verbringen. Das Thema dieses Vernetzungstreffens bezieht sich auf die sächsische Minderheit vor und nach 1989. Um uns genauer darüber zu informieren, haben wir das Team Interviews mit verschiedenen Persönlichkeiten aus dem Kreis Hermannstadt, die in verschiedenen Bereichen tätig sind oder gewesen sind, aufgenommen. Die erste der 6 gebildeten Gruppen beschäftigt sich mit dem Thema Kirche. Die Gruppe bestehend aus Joana Raulia, Octavia Codriano und Roberto Casalina besuchten Wolfgang Rehner, Pfarrer in der Wendezeit. Er wird zu der Rolle und Wichtigkeit der Gemeinde und des Pfarrers vor, während und nach 1989 erzählen. War ein Jahr des Umbruchs in allen Bereichen Rumäniens, so auch in der Kirche. Während unseres Vernetzungstreffens zu dem Thema sächsische Minderheit vor und nach 1989 hat sich unsere Gruppe Octavia, Roberto und Joana mit der Lage der Kirche in diesen 2 Zeitspannen beschäftigt. Wir wurden zu Herrn Rehner eingeladen, der evangelischer Pfarrer in Hermannstadt war. Er hat uns fröhlich über sein Leben als Pfarrer sowohl vor als auch nach 1989 erzählt. Ich heiße Wolfgang Rehner. Ich bin evangelischer Pfarrer. Ich habe 17 Jahre hier in Hermannstadt als Stadtpfarrer gearbeitet, gerade auch in der gefährlichen Zeit vor und nach der Wende. Mein Name ist Jana und meine erste Frage ist, was finden Sie am wichtigsten an Ihrer Arbeit und welche sind die Aufgaben, die ein Pfarrer erfüllen müsste? Das ist eine gute Frage. Natürlich ist für einen Pfarrer in erster Reihe die Seelsorge, also die Sorge für die Menschen, entscheidend. Also Kommunität und Kirche war sozusagen eins. Die Pfarrer waren sehr stark impliziert in die Wirtschaft, in die Politik, aber am meisten in die Erziehung. Also Schule, das wurde eigentlich als eine Aufgabe der Kirche angesehen. Gibt es Unterschiede zwischen was Sie vor 1989 gepredigt haben und was Sie nach der Revolution predigen mussten? Nein, da gab es keinen Unterschied. Wir durften in der Kirche predigen. Das hat man uns nicht untersagt. Wir predigen nach Möglichkeit das reine Evangelium. Das heißt, die biblische Lehre, so wie wir sie verstehen, auch auf Luther und so weiter zurückgreifend. Das haben wir gemacht. Das haben wir gemacht vor der Wende und haben wir gemacht nach der Wende. Ich heiße Octavia und komme aus Temeswar. Wir wissen, dass der Kommunismus eine atheistische Gesellschaft unterstützt hat. Welche Einflüsse hatte der Kommunismus auf die Kirche gehabt? Eigentlich nur indirekt. Im Kommunismus gab es diesen Druck und das gab es ja auch in Städten. Auf die Lehrer übte man einen starken Druck aus, politisch, dass sie nur ja mit der Kirche nichts zu tun haben. Und dadurch war der Besuch der Kirche auch beeinträchtigt. Das sind Leute, die eigentlich
gewohnt waren, zur Kirche zu kommen, waren dann sehr zurückhaltend und kamen nicht mehr so stark in die Kirche. Trotzdem war unser Kirchenbesuch so gut, dass sich, als dann in den 80er Jahren wir deutsche Besucher hatten, mehr und mehr, die sich immer wunderten, dass unsere Kirchen trotz allem voll sind. Naja, also so war es in der kommunistischen Zeit. Wir waren unter Druck, aber wir haben trotzdem gelebt. Also, ich bin Roberto und ich komme aus Kronstadt. Eine andere Frage wäre, vor 1989 und in den 90er Jahren sind die Sachsen nach Deutschland ausgewandert. Wie viele Menschen haben bei dem Gottesdienst dann mitgemacht und wie viele machen in den Tagen nach der Revolution gekommen? Also ich war in der Zeit, gerade in der kritischen Zeit, hatte ich schon gesagt, war ich Stadtpfarrer in Hermannstadt. Die Seelen, zunächst einmal muss ich sagen, die Seelenzahl. Als ich Stadtpfarrer wurde im Jahre 76, hatte die Kirchengemeinde Hermannstadt 14.000 Seelen. Und dann kamen die Jahre der Auswanderung, schon unter dem Kommunismus. Man bekam die Pässe schwer, aber man wartete endlos. Aber es kamen dann doch immer wieder auch Pässe. Zur Zeit der Wende waren wir schon knapp bei 10.000, also unter 10.000 etwas gesunken von 14. In den Jahren 76 bis 89. Im Jahr 90, Ende 90, hatten wir, denke ich, noch bei 6.000 Seelen. Ich habe das nicht mehr so genau im Sinn, das müsste ich in den Statistischen nachprüfen, aber ich habe die Statistiken selbst gemacht damals. Und das sank dann weiter auf 3.000 und so. Also das ging wahnsinnig rasch hinunter. Also von 89 bis 93 kann man sagen, sind 90% weg von denen, die 89 noch waren. Sind 90% weg. Und im Jahr 93 waren noch 10%. Kirchenbesuch ist demnach nicht so stark zurückgegangen. Kirchenbesuch in Hermannstadt war von der Tradition her nicht so gut. Also auf den Landgemeinden war es viel stärker. In Hermannstadt war der Kirchenbesuch nicht so groß. Aber man zählte trotzdem die Leute. Und das ist nun interessant. Als wir nur noch 10% waren von denen, die vorher waren, war der Kirchenbesuch doch 20-30% von dem, wie es vorher war. Das heißt, der Kirchenbesuch ist nach der Wende sichtbar besser geworden. Das hing nicht unbedingt damit zusammen, dass die Leute alle umdachten. Aber man war jetzt frei. Man durfte, der Druck war weg und dann kam noch etwas dazu. Das zeigt sich allerdings dann erst in den folgenden Jahren, nach 93. Nach 93 sind dann so sehr die Auswanderung massiv war, gab es einige Deutsche, die sagten, was ist da los? So viele ziehen von dort weg, wir wollen mal sehen. Und es gab Deutsche, die herkamen schnuppern. Und temporär hier wohnten. Und dann hat sich das mehr und mehr eingebürgert. So wie auch jetzt leben eine ganze Reihe von Deutschen hier bei verschiedenen Unternehmen oder sind sie selbst Kleinunternehmer oder so. Da habe ich eine Beobachtung gemacht. Die Leute kommen auch in die Kirche, weil hier eine Institution noch funktioniert, in deutscher Sprache und man deutschsprachige Leute trifft. Also das ist auch ein Grund, zur Kirche zu kommen. Also nicht nur ein geistlicher Grund, sondern eben auch ein sehr weltlicher. Ich bin ein gläubiger Mensch, aber ich bin auch kritisch und versuche die Sachen möglichst realistisch darzustellen. Ja, das ist es. Also der Kirchenbesuch ist nicht schlechter, sondern besser geworden nach der Wende.
Herr Renner, als eine letzte Frage, warum sind Sie in Rumänien geblieben? Man weiß, dass die Sachsen haben die Opportunität in Deutschland auszuwandern. Warum sind Sie hier geblieben? Warum sind Sie nicht ausgewandert? Das ist meine persönliche Haltung gewesen. Ich war als Kind geprägt davon, dass mein Vater mit dieser Frage rang, nachdem er aus Russland kam und sich entschieden hat, wir bleiben dem Land treu. Und ich war davon beeinflusst. Damals haben wir immer wieder diskutiert, sollen wir auswandern, sollen wir nicht auswandern. Das war 1954. Ich habe gesagt, wir wandern nicht aus. Wir bleiben hier, denn hier haben wir unsere Heimat und hier haben wir unsere Identität. Wenn wir nach Deutschland kommen, werden wir eingereiht. Dann gehen wir unter in der Menge. Naja, wir waren ganz wenige, die eben zurückgeblieben sind. Wir ziehen nicht nirgends weg. Wir gehören in dieses Land. Wir wollen hier in diesem Land unsere Existenz weiterführen, wir wollen aufbauen, wir wollen uns mit dem Land identifizieren. Die Kirche hat eine wichtige Rolle in der sächsischen Gemeinschaft gespielt und spielt sie noch immer. Mit viel Mühe und Entschlossenheit konnte die Kirche in der Zeit des Kommunismus ihre Aktivität in Ruhe fortsetzen. Heute bringt die Kirche die letzten Sachsen in einer eng verbundenen Gemeinschaft zusammen. Und man teilt die Erinnerung an eine Zeit, als Rumänien eine noch viel größere deutsche Minderheit hatte. In dem von Paul Nonu aus Mediasch, Sorina Schkjopa aus Hermannstadt und Horia Moldovian aus Kronstadt aufgenommenen Interview werden die Unterschiede im Bereich Politik vor und nach 1989 deutlich gemacht. Zuerst hat die Gruppe ihren Gesprächspartner gebeten, sich kurz vorzustellen. Also ich heiße Hans Klein, man kann das auch anders sagen, Hänschen Klein, bin 1940 geboren, zur Zeit des Erdbebens, wie das damals war im November. Ich habe die Zeit des Umbruchs auf dem Weg zum Sozialismus und zum Kommunismus erlebt, bin bei der Revolution verwundet worden und freue mich jetzt jeden Tag, den wir nach der Wende erleben. Ich bin vom Beruf evangelischer Pfarrer, war Professor für Theologie, lange Zeit Vorsitzender des Forums, das ich mitgegründet habe. Ich interessiere mich ja nicht für Politik, aber noch mehr für die Menschen und die Gemeinschaft um die Menschen. Auch ein wenig für die Wissenschaft. Im Unterschied zu den Ungarn hatten wir sehr viel mehr Rechte. Was meine ich? Die letzte Phase von Herrn Ceausescu war die Gründung eines reinen Nationalstaates, rumänischen Nationalstaates, wo alle Rumänen sind, ohne Minderheitenprobleme. Das war aber nur eine Theorie. Wir hatten ja Minderheitenrechte, viele. Aber darum, weil so viele weggegangen sind und man einen Vertrag mit Deutschland hatte wegen der Auswanderung, war man sehr vorsichtig mit Diskriminierung unserer Minderheit im Unterschied zur Minderheit der Ungarn. Hat sich etwas verändert nach der Revolution? Im Ganzen hat sich etwas verändert, denn die Freiheit ist groß geworden. Im Kommunismus hatte man ja nur begrenzte Freiheit. Man wollte, die Leute sollen nicht denken. Man hat gesagt, es gibt im Sozialismus 5 Gebote. Erstes Gebot, du sollst nicht denken. Gedichte auswendig sagen, ein ganzes Buch auswendig sagen für die Aufnahmeprüfung in der Schule, in der Universität, Parteidokumente auswendig wissen, aber nicht denken. Zweites Gebot, wenn du schon denkst, sollst du nicht reden. Drittes Gebot, wenn du schon redest, sollst du nicht schreiben. Viertes Gebot, wenn du schon schreibst, sollst du nicht unterschreiben.
Ein fünftes Gebot, wenn du schon unterschreibst, sollst du dich nicht wundern. Diese Gebote sind nicht mehr. Das ist die große Änderung. Man darf denken, man darf schreiben, man darf reden, man darf unterschreiben. Aber das heißt auch, dass sie sich trotz der Freiheit das Leben in Rumänien nicht mehr vorstellen könnten oder wollen. Man war schon programmiert, stark programmiert. Eine andere Frage würde sein, vor 1989 könnten die Sachsen Politik machen? Nicht weniger als alle anderen. In einer Diktatur macht die Partei die Politik. Und die Leute sind dazu da, um zu klatschen. Ja, das ist in der Diktatur so. Und da spielt es keine Rolle, ob man einer Minderheit angehört oder nicht. Man war alles gleich geschaut. Man konnte nicht viel ändern. In den großen Kanzleien gibt es nur ein Telefon, kein Mikrofon. Sie hören und müssen machen, haben nicht zu reden. Man war nicht gewohnt zu verhandeln und Verantwortung zu tragen. Hatte man nicht. Man hatte nicht gelernt, eine eigene Meinung zu haben. Aber das hat unsere Minderheit nicht betroffen. Wie Sie aber selbst gesagt haben, war im Kommunismus dieses Prinzip der Gleichheit. Aber Sie haben ganz am Anfang nach der ersten Frage gesagt, dass es doch einige Unterschiede gab. Können Sie uns mehr detaillierter sagen? Es gibt sie immer ein wenig. Das eine sind die vielen, das andere sind die wenigen. Und für die wenigen kann man nicht dasselbe machen wie für die vielen. Das ist auch jetzt das Problem, dass es zu wenige sind. Bitte. Welchen Einfluss hatte der Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien? Das war der Betreff, wo man alles erzählte. Also zunächst, es hat ja auch im Kommunismus so etwas gegeben. Das hieß der Rat der werktätigen deutschen Nationalität. Und die konnten auch etwas machen. Die hatten wenigstens einen Draht bis ganz oben. Es war der Chef konnte gehen noch beschweren. Konnte, wenn es. Dieser Rat der Minderheiten hat einiges korrigiert. Zum Beispiel, sie haben dafür gesorgt, dass auf den Dörfern Theater gespielt werden kann oder gesungen werden kann. Nicht nur das, was die Partei will, sondern auch was unsere Tradition entspricht. Das konnte man. Ich habe zum Beispiel, ich war Pfarrer mit den Leuten im Dorf Theater gespielt. Natürlich musste das Theater zensurieren. Die Deutschen, die in, man hat damals gesagt, in Russland, in der Sowjetunion deportiert waren, 1945 bis 1949, dass die eine Entschädigung bekommen, so wie die Veteranen vom Krieg oder andere im Gefängnis. Man konnte dann durchsetzen, dass das Gesetz für die Rückgabe des Bodens und der Häuser nicht auf den 6. März festgelegt war, sondern schon viel früher, weil man unsere Leute nach dem 23. August gleich expropriiert hat. Da konnte man sagen, okay, aber auch diejenigen, die nach dem 23. August gelitten haben, konnte man entschädigen. Und da konnte man auch sorgen dafür, dass die Häuser, die man Leuten weggenommen hat, auch zurückgegeben werden. Es sind die meisten zurückgegeben worden, noch nicht alle. Es werden alle auf die Dauer, wird das gelöst, das Problem. Also wir konnten sorgen dafür, dass unsere Leute nicht benachteiligt werden und auch dieselben Rechte bekommen wie die anderen, wiewohl sie anders waren, weil sie vorher bestraft wurden. Also nach dem 23. August hat man die Deutschen expropriiert. Das ist eine Devise von Stalin gewesen oder von, was weiß ich. Es hat ein Gesetz gegeben, das man im 44er oder 43er für Juden gemacht hat. Schrecklich, ja. Man hat die Juden expropriiert im 43er oder so. Und dieses Gesetz hat man im 44er auf die Deutschen auch angewendet. So zum Beispiel hat man damals das Burgenthal-Museum genommen mit diesem Paragraphen. Das ist inzwischen zurückgekommen. Es gehört der Kirchengemeinde. Eigentlich dem Burgenthal-Lyzeum. Denn es ist zum Gebrauch für die Schüler des Gruppentraditions. Man gehört jetzt zur Kirchengemeinde, weil die Kirchengemeinde damals die Schule auch hatte. Also Kirche und Schule waren bis 1948 zusammen. Wird diesen deutschen demokratischen Forum wie als eine Partei betrachtet oder eine Organisation? Ich möchte noch etwas sagen, von wo ich komme zu mir. Ich war auch im 90er war ich einmal Vorsitzender. Ich von hier, danach war ich auch von Siebenbürgen. Und damals im 90er habe ich 80-90% der Bitten der Menschen, die gekommen sind, schau, ich habe ein Problem, kannst du mir helfen, erledigen können. Das gibt es nicht. Heute gibt es Minderheitenvertretung, eine Organisation, nicht eine Partei. Und was heißt das konkret? Man kann bei uns Mitglied sein, wenn man in einer anderen Partei ist. Das kann man nicht, wenn man Partei ist. Weil jede Partei eine bestimmte Linie hat, auf der ganzen Welt ist das so nicht, eine bestimmte Linie und das gilt für den kleinen Menschen auch. Wenn die Partei entscheidet, dann muss das Parteimitglied
mindestens mehr, in den meisten Fällen derselben Meinung. Weil eine Minderheit immer darunter leiden muss, wenn sie sich mit extremen Dingen beschäftigt. Eine Minderheit muss die Mitte halten. Und ich bin immer sozial und demokratisch, aber nicht sozialdemokratisch. Ich bin mehr fürs Volk, das ist ja Demokratie, und mehr, dass man Leuten hilft. Weil England weggefahren ist, alles stark westlich konzentriert, man braucht hier eine Säule. Die kann nicht Ungarn, und Rumänien ist groß, größer als die anderen. Und kann auch nicht Polen sein, das braucht man nicht. Aber Rumänien braucht man unbedingt. Und ich bin sicher, da wird eine Säule. Zuerst müssen ein paar Leute weg. Der Herr Johannes könnte nicht sehr viel machen, bitte, wenn nicht die EU wäre. Aber die EU könnte nicht machen, wenn er nicht wäre. Denn auch sie brauchen Leute, die das, was sie vertreten, hier machen. Inzwischen sind leider die meisten der Siebenbürger in Sachsen ausgewandert. Und ich wollte fragen, welche Ihre Meinung ist zu der Tatsache, dass vielleicht die Siebenbürger in Sachsen zurückkehren werden. Wir müssen von etwas ganz anderem ausgehen. Zurückkehren ist eine Sache, die mit dem Boden zu tun hat. Und das Land die Leute hat. Inzwischen hat sich aber so etwas wie eine Globalisierung durchgesetzt. Und zwar warum? Weil der Boden nicht mehr so wichtig ist wie die Arbeitskraft und die Industrie. Und darum ist in ganz Europa jetzt, nach dem Zweiten Weltkrieg, eine große Fluktuation der Bevölkerung. Alle haben Antennen und wir haben Sender. Man hat jetzt festgestellt, dass man die Herzimpulse bis zu 1 Kilometer, 500 Meter, 1,5 Kilometer messen kann. Das heißt, wir strahlen die ganze Zeit hier. Ich möchte euch sagen, sucht, dass ihr einen Beruf findet, der euch ganz Spaß macht. So, meine Leute, das war's für diesen Monat. Im nächsten Monat melden wir uns noch einmal mit weiteren Beiträgen vom Vernetzungstreffen des Schülerradios zurück. Bis dahin, genießt eure Ferien. Bis bald. Das ist die perfekte Welle. Jugendwelle.